Also weltweit gibt es an die 800 Zeckenarten. In Österreich sind bisher 18 nachgewiesen worden. Wobei der Holzbock, den man so kennt, den man immer von den Tieren runternimmt, von sich selbst runternimmt, der nimmt so 95% aller unserer heimischen Zecken ein. Zecken fallen nicht von den Bäumen. Es ist so, dass Zecken bevorzugen so Plätze, wo sie hohes Gras, Strauchwerk, sie sind da bis ungefähr 1 Meter, 1,50 Meter Höhe und warten dort auf ihren Wirt. Und wenn man sich dort durch das Buschwerk begibt oder durch das hohe Gras, dann streift man die Zecken ab. Sie fangen dann so ab 5, 7 Grad fangen sie an, dass sie rauskommen und nach einem Wirt suchen. Natürlich haben sie es lieber, je wärmer es ist, also geht dann bis 15, 20 Grad, ist dann so eine gute Temperatur. Wenn es dann zu heiß wird, dann haben sie wieder das Problem, dass sie eher austrocknen und dann müssen sie wieder in die Laubstreu runtergehen und Wasser tanken. Also wenn man eine Zecke hat, soll man sie so rasch wie möglich entfernen. Es ist nämlich so, dass verschiedene Erreger erst nach einer Zeit übertragen werden. Also Borrelien werden erst ungefähr nach 12 Stunden übertragen. Das heißt, man soll sie relativ rasch entfernen. Und da raten wir von irgendwelchen Ölen und Nagellack und sowas raten wir komplett ab. Am besten ist, man nimmt die Zecke, man packt sie mit irgendeinem mechanischen Gerät, mit einer Pinzette, mit einer Zeckenzange, so weit wie möglich vorne an den Mundwerkzeugen, nahe an der Haut. Und dann mit einer leichten Drehbewegung oder Hin- und Herbewegung zieht man sie raus. Zecken übertragen eine Reihe von Viren und Bakterien. Am bekanntesten ist natürlich FSME, die Frühsommer-Meningoenzephalitis, aber auch Borrelien ist ein wesentliches Thema, also die Bakterien, die durch die Zecken übertragen werden. Gegen FSME hilft nur die Schutzimpfung. Borrelien, es gibt es noch keine Impfung am Markt. Da hilft, wenn man sich rechtzeitig absucht, also wenn man schaut, wenn man spazieren war, wenn man sich absucht, die Haustiere absucht, dann kann man eigentlich schon dem sehr gut vorbeugen, weil die eine gewisse Zeit brauchen, um übertragen zu werden. Zecken gibt es schon sehr, sehr lange. Das heißt, wir haben immer schon Kontakt gehabt mit den Zecken. Wenn man gewisse Regeln beachtet und eben geimpft ist gegen FSME, wenn man sich nach Zecken absucht, dann sollte man sich nicht den Naturgenuss verderben lassen.